Hey Leute, kleines Infovideo zum PlayStation Cup und zu dem, was wir gratis bekommen können und natürlich, was wir dafür machen müssen. Wir schauen es uns einmal an zusammen. Ich bin hier auf der Fortnite-Internetseite, alles kein Geheimnis, kann ich auch gerne nochmal verlinken, dann könnt ihr selber nochmal einen Blick drauf werfen. Vielleicht als allererstes ganz wichtig zu wissen, wann startet das Ganze, wann können wir etwas abräumen? Die Antwort ist heute, am 25. Ja, das ist der 25. Kannst du daran teilnehmen. Und was musst du dafür machen? Du musst Punkte erkämpfen. Zeige ich euch gleich, wie ist die Punktetabelle, was kriegt man, um etwas zu erlangen. Preisgelder, wenn ihr jetzt richtig stark seid und in den beiden Qualifikationsrunden da weiterkommt, bis zu 116.000 Dollar. Aber da bin ich, also aus meiner Sicht, ihr kennt es, wenn ihr das ein oder andere Video schon gesehen habt, ich bin da raus. Ich bin so Kategorie, ich hole mir ein paar Punkte und ein Item und dann bin ich raus. Mehr habe ich in einem Wettkampf nicht zu suchen. Ja, das wäre ja eine Beleidigung für den Wettkampf, wenn ich da mitmache. So, aber jetzt gucken wir mal. Fortnite PlayStation Cup, hier seht ihr das, 25 und 27 und 28. Und zwar sind das die beiden Qualifikationsrunden plus natürlich der Cup, der dann im Final oder in den Finals stattfindet. Sehr, sehr coole Geschichte. Grundvoraussetzung ist PlayStation 4 und PlayStation 5. Ist manchmal so, da ist das dann halt nur für die PlayStation. Ist ja eigentlich jeden Monat, ist ja fast eine Tradition, kannst du schon sagen, ist ja wiederkehrend. Also einmal im Monat kann man sich da so ein bisschen was abgreifen, wenn du eine PlayStation hast. Und ich weiß, es gibt den einen oder anderen, der sagt natürlich, ah, ist ja voll blöd mit einer PlayStation nur, ich habe jetzt hier aber eine Xbox, eine Switch oder was auch immer. Ja, das ist so, keine Frage. Man sollte aber darüber nachdenken, wenn man wirklich so total im Thema ist mit Fortnite und Items und so weiter und so fort, ob man sich nicht eine alte PS4 einfach mal zulegt für, keine Ahnung, 200 Euro bei eBay Kleinanzeigen schießt. Ja, jetzt kannst du natürlich sagen, für ein Item 200 Euro ist ja Quatsch, aber es kommt ja jeden Monat. Jeden Monat. Also es ist ein Einmal-Invest, aber das vielleicht nochmal als Gedankenstütze muss man natürlich nicht machen. Ja, wenn ich ehrlich bin, ich würde es wahrscheinlich auch nicht machen. Ne? Aber vielleicht nochmal als Hinweis, weil jeden Monat kommen ja die Items. Irgendwann rechnet sich das dann vielleicht. Aber jetzt gucken wir nochmal ganz genau. Was kriegen wir denn für ein Item? Da seht ihr das schon, das ist hier irgendwie so ein Eis oder so. Ich gucke nochmal hier rüber. Glibber-Eis heißt das Ganze. Ist ein Spray-Motiv. So schaut das aus. Ganz witzig. Passt für mich so ein bisschen eigentlich mehr in diese No-Sweat-Summer-Geschichte noch mit rein, die ja eigentlich beendet ist, weil es halt ein Eis ist. Aber ansonsten ist es okay. In der Wishlist ist es nur auf 109. Okay, alles klar. Aber nichtsdestotrotz, man kriegt es gratis. Und jetzt nochmal für euch die Information. Was musst du machen? Du brauchst 16 oder 8 Punkte. Also, wenn du heute spielst, und wir gehen gleich nochmal in das Wettkampf-Tab auf der PlayStation, ich switch gleich nochmal rüber, brauchst du 16 Punkte für das Item. Und bei der zweiten Qualifikationsrunde, im zweiten Qualifikationscup, brauchst du schon nur noch 8 Punkte. Also, wer jetzt heute Abend keinen Bock hat, 16 Punkte dazu holen, was aber wirklich nicht schwer ist, der macht es halt in der zweiten Runde mit 8 Punkten. Also ihr habt zwei Chancen auf jeden Fall, das Ganze abzugreifen. Und hier seht ihr das nochmal, das ist die Punkteverteilung. Ich habe ja gerade gesagt, 16 Punkte brauchst du, wenn du dieses Item haben willst. Und hier siehst du ja, ein Punkt pro Eliminierung, außer in den Finals, dann sind es sogar 2 Punkte. Aber jetzt fürs Item in den ersten beiden Qualifikationsrunden ist es halt ein Punkt. Und dann siehst du die ganzen Platzierungen, wie du das hinbekommst. Und wenn du sagst, das kriege ich nicht hin, das schaffe ich nicht, ja, dann machst du es halt irgendwie in der zweiten Qualifikation mit nur 8 Punkten. Und dann seht ihr schon, da ist der Anspruch dann schon ein komplett anderer halt. Also insofern finde ich erstmal ganz cool. Und ich würde sagen, heute startet es, das habt ihr jetzt mitbekommen und zwei Möglichkeiten gibt es. Und ich switche jetzt mal ganz kurz auf die PlayStation rüber, um euch zu zeigen, wie schaut es im Wettkampf-Tab auf und wo sehe ich dann nochmal die genauen Uhrzeiten, wann ich loslegen muss. So, zack, auf der PlayStation, ihr seht es hier, ich gehe mal ins Wettkampf-Tab und hier seht ihr schon PlayStation Cup. Zack, ich klicke da mal drauf und unten seht ihr, in 10 Stunden ist der Start. Das bedeutet, ich klicke auch nochmal drauf, 19 Uhr heute geht es los. 19 bis 22 Uhr geht es los zu deutschen Zeit, europäisch, mitteleuropäischen Zeit. Und am 27., also übermorgen, geht es auch um 19 Uhr los. Also wer jetzt keinen Bock hat, heute die 16 Punkte. Wir gehen nämlich nochmal hier auf Preise. Hier seht ihr das. 16 Punkte, beziehungsweise, nee, da ist jetzt gerade mein Bild drauf. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, ich mache mal eben mein Bild aus. Ich glaube, das ist dann besser zu erkennen. Schaut mal hier. 16 Punkte, okay. Da kriegst du das. Oder in der zweiten Variante, da gehe ich auch nochmal auf Preise, 8 Punkte.
Also insofern müsst ihr selber wissen, ich gucke nochmal hier, steht hier noch was mit drin? Nein, hier sind die Platzierungen und die Preisgelder, die ihr da abräumen könnt. Also müsst ihr natürlich wissen, ob ihr da Bock drauf habt, ob ihr das hinbekommt. Aber nochmal, also ich bin da raus. Aber dann wisst ihr jetzt Bescheid, jeweils 19 Uhr, 25. oder 27. 19 Uhr geht's los. Holt euch das für 16 oder 8 Punkte und dann geht die Action ab. Also für alle, die daran teilnehmen, vielleicht sogar Geld erspielen wollen, ich wünsche euch viel Glück, viel Erfolg. Ich gönne euch jeden Dollar. Und ansonsten würde ich sagen, gönnt mir nochmal ein Abo, ein Like und dann weiterhin viel Spaß. Bis dann. Ciao, ciao.